Leute und willkommen zum ersten weihnachtlichen Video auf meinem Kanal. Und zwar bin ich das 10. Türchen eines Tier-Adventskalenders, den ich mit ganz vielen anderen YouTubern mache. Und ja, wir laden eben jeden Tag bis zum 24. ein weihnachtliches Tiervideo hoch und ja, begleiten sozusagen euren Weihnachts-Countdown ein bisschen. Und in meinem gibt es ein DIY und zwar einen Naga-Weihnachtsbaum. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich das DIY mache, dann bleibt dran. Als Unterlage benutze ich einfach ein ganz normales weißes Papier. Dann benötigt ihr zum Kleben einen lösungsmittelfreien Kleber. Ich habe jetzt hier diesen Ponal Express Holzleim. Den bekommt ihr im Baumarkt, aber ich denke auch im Bastelladen. Außerdem benötigt ihr Hölzer. Also ich habe jetzt zum Beispiel von JR Farm diese Knabberhölzer. Die sollten möglichst gleich lang sein. Ihr könnt natürlich auch selber welche abschneiden vom Baum, aber ja, ich habe sie mir jetzt hier mal gekauft. Dann braucht ihr noch Schaschlikspieße. Eine Sache, die ihr nicht unbedingt braucht, aber die eigentlich ganz schön ist, ist, wenn ihr eine Kapokschote nehmt, also das Innere ähnelt Schnee sehr, würde ich jetzt mal sagen. Also ist ein ganz gutes Imitat, aber ganz wichtig, bitte keine Hamsterwatte nehmen. Um das ganze DIY interessanter zu machen für euren Nagel, braucht ihr natürlich auch Futter. Ob es jetzt Kleinsaaten sind oder auch etwas größere Sachen, diverse andere Leckerlis. Und außerdem brauchen wir noch Mehlkleber. Den mischt ihr einfach aus Wasser und Mehl zusammen, bis er einfach so eine Konsistenz hat. Und zu guter Letzt dann noch einen Naturbindfaden. So, wir beginnen damit, die Hölzer jetzt erstmal aufzumachen. So sehen die aus. Sie sind eigentlich relativ identisch, also gleich lang und gleich dick. Aber ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Also als erstes suchen wir uns zwei möglichst identische Hölzchen aus. Also die sollten möglichst identisch dick sein. Und wenn ihr die gefunden habt, nehmt ihr das erste und klebt eben diese vordere Seite, also ein Ende des Hölzchens, mit dem Ponalleim ein. Nehmt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, weil es sollte möglichst nicht an den Seiten rausquellen. Und dann nehmt ihr das, ja, identische Hölzchen und könnt die dann so zusammenkleben. Ja, das Ganze müsst ihr dann für eine längere Zeit zusammendrücken und dann erstmal trocknen lassen. So, in der Zeit, wo die beiden zusammengeklebten Hölzer trocknen, könnt ihr euch schon mal ein paar Schaschlikspieße nehmen. Ihr bekommt aus einem Schaschlikspieß circa zwei, also die Spitze solltet ihr auf keinen Fall verwenden. Und ja, die sollten ungefähr diese Größe haben. Ihr könnt natürlich auch kleinere oder größere machen. Und ihr könnt auch so viele machen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt zum Beispiel 6 Stück gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich sie alle brauchen werde, aber ja. So, der nächste Schritt besteht daraus, dass ihr euch zwei andere, müssen nicht gleich dick sein, Hölzer aussucht. Diese beiden Hölzer, die klebt ihr dann eben an beide Seiten daneben, damit der Tannenbaum auch stehen kann. Dazu benutze ich jedoch nicht den Mehlkleber, sondern wieder den Ponal, weil, ja, der hält einfach besser. So, das Ganze ist zwar noch nicht getrocknet, aber ich mache jetzt schon mal den Inhalt der Kapokschote an die Enden der Schaschlikspieße. Erstens als Dämpfer, damit sich die Nager das eben nicht ins Auge stechen können. Und zweitens, weil das ein ganz gutes Schneeimitat ist. Thank you.
das war's auch schon wieder mit meinem Video. Ihr könnt natürlich auch mit dem Mehlkleber noch kleine Sämereien an den Stamm oder an die Äste kleben. Aber das habe ich jetzt eben nicht gemacht. Natürlich könnt ihr auch die Möglichkeit mit den Bindfarben nehmen, wie ich sie jetzt genommen habe. Aber da könnt ihr eben stark variieren. Und ja, diesen Nagerbaum könnt ihr gut im Auslauf benutzen. Also am besten unter Aufsicht. Ich hoffe, dieses DIY hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.